Es ist zu einer weiteren Folge Haider Laber. Scheiße, kommen wir schon zum Thema. Es geht heute um Kuchen-TV. Kuchen-TV ist ein kleines YouTuber-Netzwerk-Café in München. Da war ich, wie gesagt. Und ja, die halten dann einmal im Monat so ein Feedcamp mit YouTubern ab. So einerseits eben Zuschauer-Feedcamp und danach so ein genanntes Creator-Feedcamp. Also mit Feedcampern, die in dem Fall über 10 Videos auf ihrem Kanal haben und dann gibt es da Vorträge, man kann sich austauschen bei einem Getränk und ein bisschen Feedback ein und so weiter. So der Plan. Aber es waren sehr viele Leute. Hallo an euch und vielen, vielen Dank. Es war unglaublich. Es war, wie gesagt, mein erstes Mal Feedback. Das war geil, dass da Leute wirklich nur wegen dir kommen und war einfach fantastisch. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit gehabt, aber war einfach richtig, richtig geil. Wenn da Leute kommen wegen mir, war richtig geil. Wir waren da tatsächlich blau. Da seht ihr ja auch an den Autogrammkarten. Es gibt ja keine von mir. Mir hat auch ein Zuschauer geschrieben, dass er mit seinem kleinen Sohn da war und der ist jetzt halt sehr traurig wieder nach Hause gefahren und das tut mir nicht leid. Das war meine Absicht. Ich bin schon lange so ein großer YouTuber. Ich habe mir einfach gedacht, da kommen so viele Leute, wie die Veranstalter auch. Und das tut mir wirklich nicht leid. Und dann war da noch der gute alte Ohrfeigenkuchen. Gleich als erstes muss ich sagen, fand ich sehr, sehr cool, dass er gekommen ist mit großem Tamtam. Hoppla, hier komme ich, schaut mich alle an. Und da fand ich halt super, das war halt, das hat ihn sehr sympathisch gemacht in meinen Augen. Der zweite Punkt, er und sein Kumpel haben dann bei mir auch meine Autogrammstunde gestürmt. Ich bin halt hin und habe mich hinter beide gestellt und habe so gemacht. Hab gesagt, das wollte ich schon immer mal. Das fand ich auch echt schlimm. Um ganz ehrlich zu sein, muss ich wirklich sagen, dass die kurze Zeit, die ich mit ihm verbracht habe und geredet habe, war er mir sehr sympathisch, muss ich wirklich sagen. Das war es eigentlich auch schon, weil ich glaube tatsächlich, dass diesmal eine Haider Laber scheiße Folge draus wird, die nicht über 20 Minuten geht. Macht es gut, bis bald und Flo out. Flo out.